Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Wir versuchen nun mit Hilfe von dünner Karton die Turbinenposition und den Turbinenhalter abzuschätzen. We try to make an educated guess of how the turbine will be mounted and how the turbine mount will look like. We use some paper stencils for it. Das Schubrohr muss einen Abstand von 20 mm zum Turbinenauslasskonus haben. The thrust tube must have a 20 mm distance to the turbine exhaust. Hier haben wir die Schablonen für die Turbinenhalterung, zumindest für deren Prototypen. Here we got the stencil for a turbine mount, at least for the prototype. We're just trying to fit turbine mount. Wir versuchen nur den Turbinenhalter entsprechend anzupassen, damit sowohl der Strahlrohr als auch die Turbine richtig sitzen. To make turbine and the tube fit correctly. Die Folie über den Servoschächten lässt sich mit einem heißen Lötkolben leicht entfernen. Der Lötkolben sorgt dafür, dass die Folienränder mit dem Leitwerk verklebt werden. The covering film over the servo base can easily be removed by a hot soldering iron. The soldering iron helps to seal the covering with the wood and we got a nice clean edge. Wir probieren verschiedene Servos aus. We try to fit different servos in the servo base. But we finally stick with the original 11 gram Metal Gear Digital Servos. Schließlich und endlich bleiben wir bei unseren 11 Gramm Metallgetriebe Digital Servos. Die Empfänger des ACD Fernsteuerungssystems, das wir verwenden, zeichnen sich dadurch aus, dass die größeren Modelle, also 8 und 10 Kanal, sich über ein Bluetooth Interface und eine Android App programmieren lassen. Es lassen sich Servowege, Servomischer, Servozuordnungen zu den jeweiligen Senderkanälen und auch Servowegveränderungen, sprich Mittelpunktverstellung, Servoweg und Begrenzung oder Verlängerung des Servoweges im Empfänger direkt programmieren. Da wir ein 9-Kanal-Sendersystem verwenden und einen 10-Kanal-Empfänger einsetzen, bleibt uns von vornherein der 10. Kanal frei. Diesen nutzen wir, um dort das invertierte Signal des Höhenruders Kanals 2 anzulegen. Das heißt, wir können mit dem Empfänger an den Kanälen 1 und 10
die zwei Höhenruder-Servos gegenläufig ansteuern. We need one inverse servo for the elevator. We do this by programming the receiver of the ACT system, which can be programmed via Bluetooth interface and an Android app. This way, you can program all servo outputs, change the center point and the servo ways, mix different channels, and we can copy more or less a channel, so we can make the 10th channel. We are using a 9-channel transmitter. We use the 10th channel on the receiver to output the reverse channel 2, which is the elevator, so we can control both elevator servos with one channel on the transmitter and have both elevators travel in the correct direction. Da die Höhenruder-Servo direkt im Leitwerk sitzen, benötigen wir natürlich sehr lange Servokabel nach vorne zum Empfänger, der im Bereich des Cockpits sitzen wird. As the elevator servos are placed directly in the elevator, we need quite long cables to connect them, to connect the servos to the receiver, which is positioned somewhere in the cockpit. Wir verwenden keine Verlängerungskabeln zum Anstecken, sondern verlängern die Servokabeln direkt durch Einlöten einer entsprechenden Verlängerung. We are not using servo extensions which are plugged in. We are cutting the servo wire and extending it by soldering in accordingly long piece. Wir verwenden verdrillte Servokabel mit sehr hohem Querschnitt. We use twisted servo cables with a quite large diameter. Auf diese Weise können wir die Störungen minimieren und den Stromtransport garantieren. This way we can minimize interferences and get enough power to the servos. In Turbinenmodellen verwenden wir nur Schrumpfschläuche zur Isolation, da zum Beispiel Plastidip, das flüssige Isoliermaterial, dazu neigt, unter Einfluss von Lösungsmitteln oder Kerosin sich aufzulösen. We only use shrink tubing for insulation in turbine models because kerosin acts as a solvent for things like Plastidip, the liquid rubber insulation, which is a good thing as long as it's not in contact with something like kerosin or so. Die Lötstellen dürfen natürlich nicht kalt sein, müssen daher schön glänzen. Only shiny soldering points are good soldering points. Finally we put some shrink tubings on it. Und zum Schluss noch etwas Schrumpfschlauch zur Isolation.